Herzlich willkommen, meine lieben Freunde. Heute werde ich euch zeigen, wie ihr am besten mit Silberspielern traden könnt. In allen Variationen, heißt Barclays Premier League und auch andere Silberspieler. Hier habe ich erstmal den Filter eingestellt für die Barclays Premier League Spieler. Seht ihr ja schon. Bis 1000 Münzen und dann schaue ich, ob was Gutes drin ist. Meistens gibt es da erst hier auf den letzten paar Seiten was Gutes. Hier um diesen King kann man mitnehmen für 550. Die anderen goldenen sind, die anderen glänzenden sind zu teuer. Den hier kann man aber auch mitnehmen für 450. Genauso wie den hier. Den Chelsea-Spieler hier ist auch ein guter Deal für 700. Ist, glaube ich, um die 1000 Münzen wert. Schauen wir mal. Ja, 1100 ist ja bis jetzt der günstigste. 1000. Ja, das sollte man doch loswerden. Dann könnt ihr gerade alle immer mitnehmen, die günstig drin sind. Wie gesagt, ich werde euch auch noch andere Methoden hier zeigen, nicht nur die Bank des Premier League. Es sind 4-5 Methoden, wie ich aktuell trade. Da ich aktuell nur einmal am Tag oder so trade oder alle 2 Tage. Gerade nicht so eine besondere Lust habe auf Trading. Aber ab und zu mal ein paar Minuten kann man investieren und ich mache trotzdem am Tag 30.000, 40.000. Dafür, dass ich mich einmal anmelde, ist es okay, finde ich. Und hier zeige ich euch, wie ihr das am besten macht. Ihr habt ja da eine 100er Liste und dann stellt ihr euch einfach die 100 Silberspieler 3 Tage drauf und die gehen recht schnell weg. Meistens stelle ich die so für 1000 ungefähr rein, manche auch günstiger. Wie gesagt, 3 Tage. Bei manchen, wenn ihr nicht wisst, was die wert sind, wie zum Beispiel bei diesem Kroaten hier von Chelsea, weiß ich, wusste ich auch nicht, was der genau wert ist. Schaut ihr einfach schnell nach und dann stellt ihr die rein. Dann stelle ich jetzt für 1100 rein. Das sollte dann auch weggehen. Hier noch den Chambers, den wir 2-mal mitgenommen haben. Sollte auch für um die 1000 ungefähr weggehen. Vielleicht auch ein bisschen mehr. Ihr könnt... Euer Vorteil ist natürlich auch, wenn ihr die Silberspieler über die Nacht mit anbietet, wird der Markt natürlich teurer. Das heißt, ihr bekommt mehr Münzen für eure Spieler. Das ist mir jetzt schon aufgefallen. Ich hatte da schon mal einen Tremmel von Werder Bremen für 3000 bei der überteuert Verkaufmethode angeboten. Und der ist über die Nacht dadurch, dass er der einzige war, der auf dem Markt war, weggegangen. Und da könnt ihr auch sehr viel Profit damit rausschlagen. Ihr seht, wir haben jetzt schon 43 Objekte auf der Liste. Natürlich müsst ihr das dann so perfektionieren, dass ihr dann 100 auf der Liste habt. Am besten noch ein paar im Verein habt, dass wenn ein paar verkauft sind, sofort wieder nachfüllen könnt. So ist es auf meinem Hauptaccount schon. Deswegen zeige ich das euch auch hier, weil auf meinem Hauptaccount habe ich, glaube ich, schon 30, 40 Silberspieler und meine Liste ist voll. Ist natürlich nicht so gut. Ihr müsst natürlich aufpassen, dass ihr keine doppelt kauft, sonst müsst ihr die abstoßen. Hier diesen Ronny kann man auch immer für 1000 mindestens verkaufen. Dahoud ist auch ein guter Spieler, für 700-800 kann man den auch mitnehmen. Hier Inouye nehme ich eigentlich nicht mit, aber für 350 nimmt man den mit. Den kann man locker für 600 Münzen verkaufen. Hier Dahoud, auch wieder zu teuer. Den hier könnte man mitnehmen für 750, mache ich jetzt aber nicht. Hier den von Frankfurt, der Spieler hat sehr gute Werte, nehmen wir auf jeden Fall mit. Müsst ihr einfach schauen, so gewechselte Spieler hier wie dieser Wood müsst ihr auch auf jeden Fall mitnehmen. Oder Özcanali ist auch jetzt neu bei Leverkusen, kann man auch auf jeden Fall mitnehmen. Und da hinten sehe ich schon Hossinger, der ist ja zu Union Berlin gewechselt. Das heißt, den gibt es nicht mehr in der Köln-Version. Müsst ihr euch dann auf jeden Fall auch unter 1000 Münzen könnt ihr denn mitnehmen. Den verkaufe ich so für 1300 bis 1500. Hier können wir auf jeden Fall diesen Johansen mitnehmen. Der geht auch immer für 1000 weg. Ja, diesen Lex, ja, hätte man auch mitnehmen können, 600 jetzt ein bisschen teuer. Ein Längerack auf jeden Fall, der geht immer für 1000 weg, safe für 1000. Hier Prosinski, der beste Rechtsverteidiger in der Bundesliga als Silberspieler, mit Teigl vielleicht jetzt, der bei Augsburg spielt. Ja, und dann war es das hier schon mit den Silberspielern aus der Bundesliga. Haben wir auch 12 Stück bekommen, ist auch recht ordentlich. Wie gesagt, hier sitzt, ich stelle die auch wieder 3 Tage rein. Muss ich nicht so oft auf den Markt gehen und die Spieler nicht so oft wieder anbieten. Ihr könnt ja auch natürlich auch eine stündlich anbieten, dann gehen die noch schneller weg, das ist klar. Aber so stelle ich die meistens rein. Hier diesen Inouye stellen wir gerade für 600 rein. Hier Vallejo, da schauen wir mal nach, weil da weiß ich nicht, was er wert ist.
1000, na, 950 war der günstigste. Stellen wir den jetzt mal für 900 rein. Der sollte doch dann weggehen. Hier Hossinger könnt ihr auch immer nachschauen. Unter 1000 auf jeden Fall immer mitnehmen. Da war jetzt einer für 800. Werde ich mir dann gleich noch holen. Der nächstgünstigste war dann bei 1000, aber der wird ja dann gekauft. Deswegen stelle ich meine dann so für 1300 rein. Das sind dann auch 500 Münzen pro Karte. Und wenn ich dann mal so einen Tag nicht online bin oder so, dann sind da 40, 50 Silberspieler verkauft. Und wenn ihr dann 500 Münzen pro Karte macht, sind das schon mal, natürlich nicht bei jedem der Karte 500 Münzen, manche sind auch nur 200 oder 300, aber es gibt auch Spieler, die mal für 1000 Münzen mehr weggehen, wie ihr sie gekauft habt, oder 2000 Münzen, kommt auch mal vor. Und da sind doch pro Account so 20.000 auf jeden Fall machbar, pro Tag ungefähr. Ich mache das jetzt aktuell mit 2-3 Accounts. Hab auch nicht so viel Lust, das auf so vielen Accounts zu machen. Ich mache das auf 2 jetzt. Vielleicht auch auf den dritten bald. Mal schauen. Ich habe ja noch genug Münzen. Wird auch wahrscheinlich da noch bald was kommen dazu. Hier hat sich das nächste Objekt verkauft. Ein Heller hier, den hatte ich auch mal für 7800 eingekauft. Der ist jetzt auch für 1400 weggegangen. Und dann gehen wir jetzt zu auch einer Methode, die ich auch schon gezeigt habe. Die Saudi-Arabien-Silberspieler-Methode. Jetzt schaut ihr einfach, wie viel der günstigste ist. Und dann nehmt ihr einfach die für 250 mit. Natürlich könnt ihr die auch bieten, zeige ich euch gleich. Schaut dann am besten nach, wenn ihr hier einen seht, der gutes Tempo hat. Und dann könnt ihr den mitnehmen. Da war jetzt nicht unter 400 drin, also kann man den mitnehmen. 100 Münzen pro Karte sollte doch das Minimum sein, wo man sich als Ziel setzen will. Natürlich könnt ihr auch wie manche andere, die dann 20 Coins pro Karte machen. Das ist dann für mich nicht effektiv genug, dafür kaufe ich so eine Karte nicht und stelle die auf den Transfermarkt wegen 20 Münzen oder so, lohnt sich das für mich nicht. Ich will da mindestens 100, eher mehr, eher Richtung 1000. Klar, es sind so große Coins-Dimensionen, die jetzt auf meinen Accounts rumliegen, da juckt mich das auch nicht mehr, ob ich da 100 oder 500 Münzen Gewinn mache. Das ist hauptsächlich, um euch zu zeigen, wie ihr viele Münzen machen könnt, dass ihr nicht diese überteuerten Münzen bei den ganzen Coins-Seiten kaufen müsst. Wenn ihr allerdings doch Coins kaufen wollt, könnt ihr das bei MMOGA machen. Link ist unten in der Beschreibung. Die haben auch, glaube ich, gerade bei PSN-Karten Rabatt. Da kostet da 50er PSN nur 46 Euro. Und sowas finde ich echt gut. Da spart man dann mal 4 Euro. Das ist dann gut. Aber Coins würde ich mir da nicht kaufen. Wie gesagt, wenn ihr mich da unterstützen wollt, könnt ihr das gerne über meinen Link kaufen. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Hier seht ihr jetzt, was auch bei den Saudi-Arabien-Spielern sehr hoch angewertet wird, die Torhüter. Die sind sehr, sehr selten. Da könnt ihr eigentlich auf alle 500, 600 bieten. Den hier kann man auf jeden Fall mitnehmen für die 550. Ihr seht, da sind nicht viele unter 1000 Münzen drin. Natürlich, wenn man jetzt gewitzt ist, kann man den Preis fixen, aber das würde ich bei so einem Spieler nicht machen. Nicht viele spielen Saudi-Arabien-Spieler. Sind halt sehr selten, deswegen sind die so hoch gelistet. Ja, da war einer für 700, wird aber auch bald gekauft. Ich habe ja schon mehrere von denen verkauft, von den Torhütern. Werde den so für 800, 900 reinstellen, dass ich da auch 300 Münzen oder so Gewinn mache. Stellen wir den für 900 rein. Ja, so sieht's aus. Und dann hat sich schon das nächste Objekt verkauft. Also das Lian Lengerbeck, den hatten wir vorhin für 750 gekauft. Das sind dann auch 200 Münzen Gewinn. 50 Münzen bekommt ja davon EA. So, jetzt kommen wir auch schon zu der letzten Methode, wie man mit Silberspieler am besten tradet. Ihr seht hier den Filter, den stellt ihr am besten ein. Und dann bietet ihr einfach auf die glänzenden Spieler, die gute Werte haben. Eine gute Nation haben, wie der hier Spanier. Am besten nur 300 oder 350. Wenn die natürlich aus der Barclays Premier League, Bundesliga, BBVA sind, könnt ihr da natürlich mehr drauf bieten. Oder wie der hier von Saudi-Arabien. Ist auch mehr wert. Bietet ihr gerade durch. Hier den noch. Es geht auf jeden Fall schnell. Also, wenn ihr da einfach die Seiten durchspielt, da bekommt ihr recht viele, jeden zweite Karte bekommt ihr da.
Ja, Postiga auch gute Werte. Den Mann hier von Sunderland. Ja, von der Bundesliga, wie gesagt, könnte er auch bis 500 oder so bieten. Aber mehr würde ich dann nicht bieten. So. Denn die Argentinier natürlich auch mit gutem Tempo. Ah, den Chester hier, den habe ich jetzt übersehen. Den hätte man natürlich auch mitbieten können. Den walisischen da von West Brom Albion müsste er spielen. Ja, der hat auch gutes Tempo, nehmen wir auf jeden Fall mit. Da war doch eben ein guter Torhüter von Dänemark, auf den kann man auch locker 350 bieten. Das sollte doch auch, dass einer für 450 mit weg drin. Und wenn der weg ist, wird dann unserer gekauft, den wir dann teurer reinstellen. Ah, die Kandidatenliste ist voll. Ihr seht's ja, ich kann jetzt auch nichts mehr bieten. Wie gesagt, ich empfehle euch dazu, im Katalog die Sachen freizuschalten. Da bekommt ihr dann mehr Transferplätze, mehr Beobachtungsliste. Dann könnt ihr mehr auf mehr bieten. Das ist dann einfach besser. Ihr seht, hier haben wir schon die ersten beiden bekommen. Bei dem Kollegen hier schauen wir mal nach. War der günstigste bei 1,5. Da können wir locker noch mitbieten. Und dann bieten wir diese beiden Spieler hier jetzt schon mal an. Könnt ihr immer nachschauen. Der wird zwar jetzt nicht so viel wert sein, aber für 450 soll da doch die Tage weggehen. Hier spielt man noch diesen Saudi-Arabien-Spieler an für 500. Das wären dann auch knapp 300 Münzen Gewinn. Hier auf den Saudi-Arabien-Spieler bieten wir auf jeden Fall nochmal die 800. Und das nächste Objekt hat sich schon verkauft. Hier diesen Vallejo von Frankfurt und auch noch der Kroate von Chelsea. Also, ihr seht hier live, die Methode funktionieren. Dass ich hier keine Scheiße laber oder so. Ich probiere die Methoden natürlich also öfters aus, bevor ich die euch präsentiere, da ich euch keinen Schrott zeigen will. Und hier seht ihr, der war nicht für 100.000 zu haben. Stell meinen für 850 rein, dann sollte er auch schnell weggehen. Hier ein Kroate für 400, da stelle ich den auch für 450 so ungefähr rein. Griechischer Linksverteidiger, können wir auch mal listen. Ah, 600er günstigste, stellen wir den für 550 rein. Den wird er als erster gekauft, wenn ihn jemand kaufen will. Ihr seht, hier haben wir auch wieder sehr viele Objekte bekommen. Also ihr bekommt da relativ viele. Zu einer guten Uhrzeit bekommt ihr da eigentlich jeden fast. Ihr seht's ja, ist auch diesmal nicht geschnitten, das Video. Ich zeige es euch einfach so, wie es ist. Und hier seht ihr auf der Liste, wir haben schon 60 Objekte. Das könnt ihr dann natürlich bis 100 machen. Und wenn ihr das auf 3, 4 Accounts macht, dann ist das recht effektiv. Wenn ihr dazu noch Fragen habt, könnt ihr die natürlich in die Kommentare schreiben. Ich beantworte sinnvolle Fragen eigentlich immer. Fragen, ob ich Coins leihe oder Coins so verschenke, auf die Fragen antworte ich nicht. Aber auf sonstige Fragen antworte ich sehr gerne. Hier seht ihr, den hier haben wir bekommen. Und hier sehe ich ja noch zwei für 750 drin, die biete ich natürlich an. Und dann bieten wir den jetzt für 1.300 an. Und dann soll der doch weggehen. 3 Tage rein. Und dann sind das 500 Münzen, ungefähr 450 ungefähr mit durch die EA-Steuer. Und dann passt es. Wenn wir nochmal zwei bekommen. Ja, den hier werde ich dann noch später anbieten. So, und das war's dann jetzt schon fast mit der Folge. Das ist ja ewig lang jetzt gewesen. Ich zeige euch jetzt nochmal, was auf der Liste ist. Natürlich habe ich noch sehr viele Informs rumliegen wieder. Und auch die Silberspieler, hier seht ihr es. Ja, die ganzen Silberspieler. Gehen wir nochmal durch. Hier den Saudi-Arabien-Spieler. Und in dem Moment geht er weg. Ihr seht hier 1.300 Münzen für den Kollegen, den wir eben für 800 Münzen erboten haben. 400 Coins in ein paar Sekunden gemacht. Und wenn ihr so nicht so viele Erfahrungen im Trading habt, nutzt einfach die Silbermethode, da könnt ihr keinen Verlust machen. Und tradet dann nicht mit Informs, da könnt ihr nämlich sehr viel Verlust machen. Wenn euch das Video hier gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen herum freuen. Ciao, bis die Tage.